Herzlich willkommen, gut, dass du eingeschaltet hast. Ein ganz besonderes Training, drei wichtigste Übungen mit Johann für den ganzen Körper. Wenn du die drei machst, wundere dich nicht, was passiert, lass dich überraschen. Für die erste Übung schnapp dir eine Wand und stell dich wie Johann ungefähr eine halbe Schrittlänge vor die Wand. Und jetzt nimmst du beide Hände gegen die Wand, nicht ganz so hoch, vielleicht so auf Schulterhöhe, bisschen breiter als die Schulter, damit du so einen guten Ansatz hast. Und jetzt geht es erstmal darum, dass du dein Becken ausrichten musst. Mach wie Johann folgendes. Zieh den Bauchnabel ein bisschen ein und bring die Leisten nach vorne. Und dadurch stellt sich das Becken gerade, weil wir wollen ja die Dehnung für den Hüftbeuger vor allen Dingen haben. Weil der ist der im Sitzen immer verkürzt und den wollen wir jetzt schön lang machen. Johann, jetzt mach bitte folgendes. Du gehst jetzt in dieser Beckenposition mit dem Becken weiter nach vorne, aber drückst dich dabei mit den Armen ein bisschen zurück. Und dann merkst du, dass der Brustkorb aufmacht. Genau, Brustkorb macht auf, und Bauch macht auf. Der Körper sich schön dehnt. Genau. Und was mir gerade auffällt, du hast deine Übung gut gemacht, weil das ist schon viel besser geworden. Ja. Nee, wirklich, ich sehe das sofort. Und jetzt steiger das mal so weit, dass du es gerade noch gut ertragen kannst. Wo zieht es denn bei dir, Johann? Es zieht hier und hinten im Kreuz. Im Kreuz ist wunderbar. Keine Angst davor kriegen. Info für dich zu Hause. Weil wenn es im Kreuz zieht, dann heißt das, wir arbeiten genau in den Muskeln, die auch Schmerzen im unteren Rücken auslösen würden. Das ist unsere Erfahrung. Und das steigerst du jetzt so weit, dass du es gerade noch gut aushalten kannst. Ja. Johann schnurrt schon. Schnurrt schon wie eine Katze vor Wohlbehagen. Okay. Und jetzt halten wir das ein bisschen. Du weißt ja, 2 bis 2,5 Minuten, wenn du öfters unsere Videos siehst, ja, das ist die Zeit, die der Körper braucht. Aber das ist so viel besser geworden. Ich bin richtig, ja, richtig beglückt ein bisschen, weil du hast die Übung super gut gemacht, Johann. Und jetzt geht es darum, tief ein- und auszuatmen und tendenziell immer beim Ausatmen ein bisschen steigern noch, weil dann kann der Körper besser nachgeben. Und jetzt packen wir noch einen drauf. Du bleibst so stehen, wie du bist und versuchst jetzt mal, Johann, aus dem Bauch heraus Kraft aufzubauen, als wolltest du die Wand wegdrücken. Aber der Körper bleibt praktisch unbewegt. Du spannst nur gegen, lässt wieder locker und gehst weiter nach hinten. Aber mach's nicht zu doll, weil es darf nie so sein, dass du rausgehen musst. Das ist bei mir immer so, beim Kochen über den Kopf nach unten war ich immer so verkrampft. Ganz genau. Die Sitzerei plus Kochhaltung, ja, das ist das, was aufgelöst wird von der Übung. Aber das ist wirklich so viel besser geworden. Das ist super toll. Ja? Wir haben auch die Zeit, ist gleich rum. Atmen noch ein bisschen. Beim Ausatmen noch ein bisschen mehr steigern. Und jetzt komm langsam wieder raus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Beschreib mal, was du fühlst, wenn du rauskommst. Es ist einfach alles viel freier, entspannter. Alles lockerer. Viel freier, gell? Das genau. ist lockerer, das entspannter und das Feeling ist einfach besser. Also ich sag mal, ist einfach, ja, man hat entspannt einfach. Direkt nach einer Übung immer, gell? Ja, genau. Also das ist schon verrückt. Und jetzt was ganz Tolles, weil das Gleiche, was Johann eben an der Wand gemacht hat, stehen und drücken oder nach hinten gehen, kannst du auch ganz relaxed machen. Das mache ich persönlich unheimlich gerne am Abend, würde ich dir auch empfehlen. Ja, es kommt darauf an, wenn die Matratze einigermaßen fest genug ist, genau, dann geht's im Bett, ansonsten vor dem Bett auf und dann Boden, ins Bett genau gehen. Gell? Genau. Johann, leg dich mal auf die Matte, mit dem Rücken auf die Matte. Und jetzt nehme ich mal einen Rückenretter, stell ihn dir schon mal so hin. Und jetzt schiebst du ihn, oder ich kann es für dich machen, oder du machst es am besten selbst. Und zwar nicht unter den Rücken, das ist wichtig, sondern unter das Kreuzbein. Fühl mal, wo dein Kreuzbein ist. Das ist ein bisschen tiefer. Kreuzbein ist über dem Steißbein. Ja, ja, da. Ja? So. So, und dann streckst du die Beine. Und merkst du, dass das eine ähnliche Dehnung ist? Genau, genau die gleichen Auswirkungen auf dem Kreuz. Und auch hier, der Brustkorb geht auf. Ach, merkst du genauso sogar? Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Jetzt liegst du einfach drauf. Wenn du den Rückenretter noch nicht hast, dann nimm einfach ein paar Bücher. Ja, leg dir ein paar Bücher unter und stapel die genauso in der Höhe,
dass du ein ähnliches Gefühl bekommst. Nochmal, wie soll das Gefühl sein? Es sollte so sein, dass du es gerade noch gut ertragen kannst. Ja? Also es muss schon fordern, sonst passiert zu wenig im Körper. Gerade noch gut erträglich und 2 bis 2,5 Minuten. Und wenn du dann merkst, das lässt langsam nach, Johann, kannst du auch mal testen, geh mal so Stückchen für Stückchen mit den Beinen auseinander. Und beschreib mal, was du fühlst, wenn du auseinander gehst. Ja, da zieht es auch in den Beinen, in den Oberschenkeln und vor allem das Kreuz macht auf. Genau, weil du musst dir vorstellen, der Hüftbeuger, den wir jetzt dehnen, die hüftbeugenden Muskeln, das sind mehrere, die werden nochmal stärker gedehnt, wenn die Beine auseinandergehen, dann werden die nochmal länger gezogen. Das bedeutet, wenn du merkst, die Höhe, auf der du angefangen hast, das wird nach einer halben Minute, nach einer Dreiviertelminute ein bisschen langweilig, dann gehst du mit den Beinen auseinander, erhöhst die Dehnung und wenn dann die Beine ganz breit irgendwann sind, dann könntest du das nächste Buch unterlegen, ja, die Höhe verstellen, dass es ein bisschen höher wird und so arbeitest du dich immer wieder in die Befreiung des Rückens und in die Befreiung der Brust hinein, weil beide davon profitieren. Jetzt kommen wir zur Übung Nummer 2. Johann, eben haben wir hier vorne alles geöffnet und jetzt müssen wir die Reaktion, nämlich hinten alles öffnen, weil der untere Rücken ist immer so angespannt, weil der will ausgleichen, was vorne verkürzt ist. Genau. Richtig. Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Geh mal bitte an den Stuhl. Geh auch an den Stuhl. Du kannst es auch freihändig machen, aber Stuhl ist besser, du kannst dich besser einstellen. Stell dich vor den Stuhl, streck die Beine voll durch. Das ist wichtig, dass die Knie voll gestreckt sind, weil Johann hatte ja auch dieses Knieproblem. Und auch für dich, wenn du noch keins hast, ist es besser, die Knie voll zu strecken, weil dann hast du die Wirkung für die Waden, für die Knie, für die hinteren Oberschenkel, fürs Gesäß, für den Rücken. Die ganze Linie wird gedehnt. Und was du jetzt machst, du lässt dich, wie Johann das schon angefangen hat, langsam runter. Und Johann, beschreib mal, wo fängt es an zu ziehen? Es fängt an, in den Waden zu ziehen. Mhm. Es fängt an, hier in der Schulter zu ziehen. Und man merkt einfach, dass man sich hinten dehnt. Genau. Ja, die ganze hintere Linie. Und das macht genau jetzt so mit. Geh in die Dehnung rein. Immer mehr. Und wenn du merkst, dass du schon so weit runterkommst, dass der Stuhl dich stört, auch bei dir, Johann, dann geh doch mal, wenn du magst, mit den Händen hier drauf auf die Fläche. Guck mal, ob das dann besser geht. Stört die Lehne oder geht's? Nein, das geht gut. Bis du auch hier merkst, dass es anfängt ja, zu ziehen. Ja, das tut schon, das zieht schon. Perfekt. Oh ja, und jetzt heißt es einfach warten, ja? Einfach warten. Und so, wie der Körper merkt, wie der Johann merkt, wie du zu Hause merkst, dass es nachlässt, einfach ein bisschen weiter runtergehen. Die Arme ein bisschen beugen. Wenn du merkst, dass der Stuhl stört, kannst du auch deinen Stuhl anders hinstellen oder gehst an den Couchtisch. Ist eigentlich egal. Du könntest es ja auch im Stehen machen, ohne dich festzuhalten. Aber mit dem Festhalten ist es halt sicherer. Dann kannst du besser genau deine Höhe und deine Tiefe, die du einnimmst, kannst du wählen. Du musst auch nicht ganz so weit dich nach vorne lehnen, Johann. Du kannst ein bisschen mehr so bleiben, da ist es vielleicht entspannter. Mhm. Die Zeit ist halt der Faktor. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte rum. Atme schön rein und versuche immer weiter dann ein bisschen nach unten zu gehen. Und Johann, was wir jetzt noch machen, wir versuchen es mal. Und zwar, du bleibst mal stehen, wie du bist und versuchst mal mit der Kraft der Beine, des Gesäßes und des Rückens deine Hände zu entlasten. So als wolltest du hochgehen, bleibst aber so letztendlich. Drückst aber nicht ganz so fest mehr ja, mit den Händen auf den Stuhl, weißt du? Mhm. Versuch das mal und dann lass wieder locker und geh ein bisschen tiefer. Und dann merkst du, kannst noch ein bisschen mehr in die Arme beugen und kannst noch ein bisschen tiefer runter. Das mit der Lehne ist ein bisschen blöd, merke ich gerade. Ja, also macht wenn aber du nichts, macht zu Hause einen Stuhl hast ohne Lehne, seitlich ist vielleicht besser, dann kannst du mit den Ellbogen dann zur Seite ausweichen, um dich tiefer runterzulassen. Und jetzt nochmal den Rücken anspannen, als wollte er den Rumpf nach oben ziehen, was aber nicht wirklich passiert, sondern nur regungslos gegenspannen, wieder locker lassen, nochmal weiter rein und dann kannst du auch langsam wieder hochkommen. Und was immer ganz gut ist danach, ja, du hast schon so, ja,
Einmal noch nach hinten und wieder nach vorne. Einfach ein bisschen das Feeling da kriegen, wieder aus. Dass der ganze Körper so ein bisschen ausgleicht. Ja. Und auch bei der Übung setzen wir nochmal einen drauf. Wir nehmen nämlich unseren Knieretter, gerade für Johann besonders wichtig. Genau. Und stellen den vor den Stuhl. Und der Sinn, dass wir den nehmen, ist der, dass wenn du jetzt dieselbe Übung machst... Weil der Winkel noch extremer ist. Genau. Dann wird dir wird die Wade vorgedehnt. Du wirst gleich merken, jetzt, wenn du drauf gehst. Ja, ist klar. Das Knie schön gestreckt. Geh mal runter. Und was merkst du? Jetzt ist die Dehnung noch extremer. Noch extremer hier, vor allen Dingen in der Wade, gell? Genau. Und jetzt ist die Übung genauso. Ich zeig's nur, du kannst dann zu Hause für dich alleine machen, wenn du diese Verstärkung willst, die noch mehr die Knie befreit. Also auch die ganze Linie hinten wird befreit, rückwärtigen Beine. Aber dadurch, dass die Wade noch mehr in der Dehnung drin ist, hast du noch für das Knie eine befreiendere Wirkung. Ansonsten ist der Ablauf der gleiche. 2 bis 2,5 Minuten steigern und einfach genießen und dann wieder rauskommen. Ja, das macht wahnsinnig viel aus. Macht viel aus, gell? Das muss ich sagen, das hat mir sehr geholfen, weil es einfach das Ganze nochmal intensiviert. Ja. Das ist wirklich für mich sehr, sehr vom Vorteil, gerade für die Knie. Das ist eine typische Bewegung, ne? Fühlt sich irgendwie locker an. Ja, so, genau. Okay. Und jetzt sage ich zum Johann, ab in die Ecke. Jetzt geht es nämlich um die Ecke. Weißt du, wie man das auch sagt? In die Ecke stellen. Ja. War ja so früher die Bestrafung, ne? Ab in die Ecke. Ja, genau. Aber wir machen die Ecke positiv. Das, was negativ mal war, das drehen wir rum ins Positive. Beziehungsweise müssten wir den Kindern eigentlich beibringen, wenn sie in die Ecke sollen, dann gehen die nicht in die Ecke und schämen sich, sondern die machen ihre Übung in der Ecke. Genau. Ja, das wird das Positive auflösen. So, Johann, geh noch mal ein Stückchen zurück noch, sodass du erstmal die Arme strecken kannst, horizontal. Das ist die Grundposition, ja? Mach das bitte auch zu Hause. Erstmal so ist klar werden, das ist horizontal, Schulterhöhe. Und dann gehst du auf 30 Grad mit vollgestrecktem Ellbogen. Ellbogen muss gestreckt sein. Ja, erstmal auf 30 Grad, das ist etwa hier. Genau. Und immer darauf achten, die Ellbogen müssen vollgestreckt sein. Jetzt einen Fuß etwas zurück, bitte, Johann. Und einen Fuß ein bisschen vor. Und jetzt konzentrieren auf das obere Ende des Brustbeins. Das ist wichtig jetzt. Weil viele Menschen machen die Übung, laufen mit der Hüfte rein, aber da tut sich bei der Dehnung zu wenig. Sondern das obere Ende des Brustbeins, das muss Richtung Ecke sich bewegen. Versuch das mal und dann merkst du sofort einen starken Zug. Genau. Wo zieht denn das bei dir, Johann? An den Schultern. Ja. Und hier vorne natürlich auch, das Brustbein macht auf, die Lunge macht auf. Ja? So, okay, vom Feeling her, sehr gut. Wieder darauf achten. Nicht in die Beugung gehen, ganz gestreckt bleiben. Das ist, also diese Übung ist eigentlich die Übung, wo man am meisten merkt, was eine Dehnung am Wohlbefinden auslösen kann. Wie Johann eben schon gesagt hat, gell, die Lunge macht auf. Natürlich fühlt man das nur so, weil es geht ja um die Muskeln. Aber das wird hier vorne schon beim Üben alles freier. Und wenn du jetzt mitmachst, diese Übung, 2 bis 2,5 Minuten, wie wir das machen, dann konzentriere dich mal hinterher drauf, wie es sich anfühlt. Ja? Aber wir machen erstmal weiter jetzt noch. Johann, jetzt geh Stück für Stück immer ein bisschen weiter rein, sodass es gerade gut erträglich ist. Das kann auch gut in den Arm reinziehen, in die Ellbogen. Bei manchen Menschen zieht es bis in die Fingerspitzen rein. Ja, bei mir auch. Bei dir auch, gell? Weil gerade auch für dich als Koch mit dem Messer arbeiten, immer vor dem Körper mit den Töpfen hantieren, ja? Genau. Das ist ganz, ganz eng vorne alles. Und das weiten wir jetzt und deswegen merkst du es bis in die Finger. Aber das ist wirklich, du wirst es gleich merken vom Wohlgefühl, wenn du rausgehst aus der Ecke, einfach überzeugend und motivierend auch, das regelmäßig zu machen. Schön atmen, beim Ausatmen immer ein bisschen weiter rein. Und jetzt, Johann, du bleibst genau wie du bist. Und jetzt drückst du mit deinen Händen die Wände weg. Du versuchst es zumindest, sie sind so fest. Genau, genau, gib dir ruhig Mühe. Lass wieder locker. Ja, aber nicht rausgehen aus der Dehnung. Locker heißt nur die Kraft stoppen und dann wieder mit dem oberen Ende des Brustbeins ein bisschen weiter rein.
Und jetzt machst du das nochmal. Du drückst mit den Händen gegen die Wände. Drück richtig fest dagegen, richtig fest, als würdest du Krafttraining machen. Nimm die Kraft raus, aber geh nicht raus aus der Dehnung, das ist wichtig. Das macht man manchmal automatisch, sondern geh weiter in die Dehnung rein. Genau, weil durch das Drücken werden die Muskeln und die Faszien richtig angespannt und nachdem die Kraft dann rausgenommen wird, haben die ein bisschen mehr Platz und du kommst weiter in die Dehnung rein. Noch ein letztes Mal, darf ich dir noch einmal zumuten? Ja? Nochmal richtig drücken, richtig fest drücken, richtig fest drücken. Und jetzt, wenn du nicht mehr drückst, bleib da und geh weiter rein. Okay, und jetzt ist der Moment, auch für dich zu Hause. Jetzt geh mal raus, Johann, dreh dich rum und fühl mal rein, wie sich das anfühlt. Beschreib's uns mal. Wahnsinn, ne? Verrückt, ne? Verrückt. Also, wenn du zu Hause, wenn du Freunde hast, Familie, wie auch immer, die du überzeugen willst, was Dehnung mit Wohlgefühl zu tun hat, dann mach genauso, wie ich das mit Johann eben gemacht habe, mit diesen Menschen diese Übung. Und die kommen raus und was die meisten Patienten auch sagen oder andere Leute es machen, die sagen, boah, das ist so frei. Ja, und wenn ich Stress habe zum Beispiel, gell, Stress, ich mache nur das und es dauert nur 3-4 Minuten und danach geht es mir wirklich viel, viel besser. Weißt du, ja, um so Stress abzubauen, einfach so mal komplett aus dem Rhythmus raus und das machen. Ganz genau. Genau, was Johann sagt, ja, weil die geistige Anspannung und die körperliche Anspannung und auch die Entspannung, die hängt immer unmittelbar zusammen. Und deswegen finde ich toll, dass du das so selber für dich so gemacht hast, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, gell? Dass man das auch direkt als stressreduzierenden Faktor einsetzen kann, wenn es eben heiß hergeht. In der Küche, wenn die Hände ganz sollte. Genau, da geht es heiß her. Fertig. Genau. Aber auch für diese Übung gibt es eine Alternative. Du hast dich vielleicht schon gefragt, oh, wo ist meine Ecke? Oft sind die Ecken vollgestellt und man hat die Ecke ja nicht dabei. Aber du kannst einen Schulterretter nehmen oder ein Handtuch oder irgendwas, wenn du den noch nicht hast. Johann, du kennst dich ja schon ja, aus. Ja, ich kenn mich aus. Greif mal in der Länge. Ich weil weiß den schon. Kannst du immer dabei haben und du brauchst nicht die Ecke ins Auto zu packen, um die Übung machen zu können. Du gehst rein, wie Johann das zeigt. Und jetzt ganz wichtig, du streckst die Arme. Du streckst die Ellbogen voll durch. Und jetzt siehst du, jetzt geht Johann nach oben. Jetzt zieht es wahrscheinlich schon, so wie ich es fühle bei dir, gell? Genau. Und, aber ganz strecken, das ist das Wichtigste bei der Übung. Und jetzt gehst du über diesen, kommst du schon über den Punkt hinaus? Wenn du noch weiter nach hinten gehst? Geht doch nicht ganz, gell? Aber pass auf, genau da, wo du jetzt merkst, weiter geht's nicht, da bleibst du bitte so. Und lässt die Arme gestreckt, gehst mit dem Arm ein bisschen runter, mit dem hoch und arbeitest aus den Schultern heraus, dich immer ein bisschen weiter rein. Der Oberkörper bleibt ruhig, nur die Schultern bewegen sich, nur die Schultern. Und du versuchst dabei immer weiter ein bisschen von hinten oder nach hinten noch weiter zu gehen. Ja. Ja, eben kam es hin, ich hab's gemerkt. Ja. Aber übertreib's nicht. Übertreib's nicht, weil es immer, muss immer noch gut erträglich sein. Ja, klar. Ja? Aber jetzt hier arbeiten, hin und her. Und nach ein paar Tagen könntest du dann diese Länge auch nach hinten praktisch, dass du einmal rumkommst. Es geht immer besser, es wird immer leichter. Je öfter man das macht, desto tiefer kommt man. Aber strecken, strecken, strecken. Genau, immer strecken. Du machst es total gut, aber immer schön gestreckt. Ja, Herr Direktor. Okay? Das ist sozusagen die Ecke, die du mitnehmen kannst, dass du die Übung immer und überall machen kannst. Und ich möchte gerne eins sagen. Es ist ja so, dass es ja für viele wahrscheinlich jetzt so ausschaut, dass wie man würde das jetzt hier so vorzeigen, aber ich kann euch einen Tipp geben. Wenn ihr das macht, es geht euch besser. Und ich mache es auch nicht jetzt, weil Herr Liebscher mir das sagt, Herr Roland, sondern ich mache es, weil ich möchte einfach für mich Lebensqualität haben. Und deswegen kann ich nur sagen, wie auch in der Küche, von nichts kommt nichts. Sehr guter Spruch, passt. Und jetzt noch etwas in eigener Sache. Wir haben nämlich wieder ein neues Buch zusammen gemacht. Mit Petra natürlich auch. Da sind wir drei. Und in diesem Buch habe ich extra für Johann ein Programm gemacht für den ganzen Körper. Aber Johann total eingespannt, total wenig Zeit. Ein 15-Minuten-Programm, was er so oft wie möglich in der Woche macht. Bestehen aus 5 Übungen. Mindestens 3-mal, würde ich sagen. So, mindestens 3-mal schaffst du? Ja, 3-mal schaffe ich locker. Ja. Locker, also locker. Wenn du es locker schaffst, dann nehme ich dich gleich beim Wort und sage, bitte ab nächste Woche 4-mal. Ja? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich 4-mal.
Weil ihr wisst ja, normalerweise sagen wir ja, gerade wenn man aus dem Schmerz rauskommen will, eigentlich 6 Tage die Woche, aber 3-mal die Woche ist viel, 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 viel besser als gar nichts. Ja, genau, und von daher, der Weg ist das Ziel und das macht Johann. Was ihr hierin findet, ist dieses Programm, aber auch die ganzen Erklärungen, warum mit den Schmerzen und so weiter. Aber das ist ja seine Expertise. Er ist ja der Spitzenkoch und was er gemacht hat, ich muss euch gerade mal da, weil ich war so angetan von diesen Bildern dort drin. Genau. Schaut euch das mal an. Also, das ist total super. Seine Frau Petra hat mir natürlich erklärt, worauf es ankommt, wo die meisten Mikronährstoffe enthalten sind, wenn man eben auch die Muskeln richtig behandeln möchte. Weil es geht ja um Essen gegen Schmerzen. Genau. Nämlich die Muskeln so entspannen, dass sie mit den Übungen zusammen noch weiter in die Schmerzfreiheit führen. Das richtig. Ist ja der Hintergrund. Und da sind natürlich genau die Lebensmittel ausgesucht, die die wichtigsten Inhaltsstoffe haben. Und ich habe einfach versucht, mit Gewürzen, aber auch in der Zubereitungsform Rezepte auszuwählen und zu kochen, die jeder nachmachen kann. Und ihr werdet sehen, das schmeckt auch. Und natürlich, es hilft. Und deswegen bin ich so happy, dass es uns gelungen ist, so ein schönes gemeinsames Buch wieder auf die Beine zu stellen. Wenn du dich dafür interessierst, die Infos haben möchtest, dann klickst du bitte hier oben, dann kriegst du alles gezeigt und kannst alles erfahren, was mit dem Buch zu tun hat.